Moin Leute, was geht? Die Kartwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar diesmal mit einem 2-Blister-Unboxing der UEFA Euro 2020-Serie von Panini. Ja. So, erster Blister mit der Limited Edition Card von Andrei Kramaric. Und dann die Booster. Mit Donny van de Beek, Jan Sommer, Thibaut Courtois, Bruno Petkovic. Dann haben wir hier das Spanien-Team-Logo, Marco Reus als Fans-Favorite, Joe Morel und Dani Ceballos. Nächster Booster mit Yusuf Yazici, Jonathan Tah. Dann haben wir hier Inigo Martinez, Georgi Tsikia. Dann haben wir hier Jordi Alba, Nordmazedonien Playoff Team, Lassi Lapalainen und Breel Embolo. Dritter Booster. Beginnt mit Gregor Krychowiak, Rui Patricio, Haris Seferovic, Jasper Selesen. Dann haben wir hier noch Tomasz Watschlik, Cristiano Ronaldo als Captain, Giorgio Chiellini und Kopenhagen Host City. Vierter Booster mit Magomed Ostoev, Philipp Helander, Robert Lewandowski als Master. Dann haben wir hier noch Thomas Vermaelen, Tomasz Watschlik, Alexander Dragovic als Fan-Favorite. Dann haben wir hier noch Line-Up von Belgien und Pierre-Emile Heuberg. So, kommen wir zum nächsten Blister. Und hier ist die Limited Edition Card Matthijs de Ligt. So, und nochmal 4 Booster der Euro 2020 Serie. Beginnt mit Marlos, Tom Lockyer, Lukas Fabianski, Tom Lawrence. Dann haben wir hier noch die Multiple-Karte mit Courtois, Vertonghen und Alderweireld als The Wall von Belgien. Türkei Line-Up, Captain Luka Modric und AO Österreich Magic Moment. Zweiter Booster des zweiten Blisters. Beginnt mit Paul Pogba, Stefano Sensi, Andrea Belotti, Pyri Soiri. Dann haben wir noch Midfield Engine Can, Gündogan und Kroos, Thomas Delaney,
Schweiz Line-Up und Dublin Host City. So, dritter Booster des zweiten Blisters, Piotr Zielinski, Nelson Semedo. Dann haben wir hier noch Stefan Leiner, Ivan Perisic und Sergio Busquets als Keyplayer, Aaron Ramsey als Fans Favorite, Schweiz als Teamlogo und Kylian Mbappé. Vierter Booster des zweiten Blisters. Beginnt mit Daler Kuziaev, Victor Nilsson Lindelöf. Dann haben wir hier noch Kepa Arrizabalaga, Gonçalo Guedes und Romelu Lukaku als Gold Machine, Mehdi Demiral als Fans Favorite bzw. Wonderkid, Bosnien und Herzegowina als Playoff Team und Daniel James als Basekarte. Und unser bester Pull ist Robert Lewandowski. Und damit würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, eure Kartenwelt.